Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Strahlender Diamant. Es ist soweit, wir sind an der Speersäule, der Spitze des Kraterbergs angekommen. Und da hinten sehen wir es schon. Mars, Jupiter und Cyrus. Werden mit Magnetzone leaden. Und jetzt kommt es zu einem Doppelkampf. Aber nicht mit unserem eigenen Pokémon alleine. Ihr werdet sehen. Let's go. Jetzt wird alles enden. Und alles wird neu beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Dialga, mythisches Pokémon Meister der Zeit. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Das sieht so viel geiler aus als im Original. Die Vernichtung allen Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Ja, und auch keine Existenzen mehr, oder? Spürt ihr, wie sich die Zeit verzerrt? Nur ich kann es jetzt nur aufhalten. Ah, das bezweifle ich. Das ist das Pokémon, von dem in den Mythen erzählt wird. Der Erschaffer von Sinnoh. Ah, nicht ganz. Mit der Erschaffer, ja, vielleicht. Dialga, die Verkörperung der Zeit. Dialga! Diese Welt kann nicht mehr in das umgeformt werden, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen, ist viel leichter als die alte Welt zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Das sieht schon echt geil aus hier. Nur keine Eile. Ich verstehe ja, dass du unbedingt unseren Boss herausfordern willst. Aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin das Nächste. Du magst zäh sein, doch diesmal werden auch wir die Samthandschuhe ausziehen. Augenblick mal! Ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Ja. Ist das nicht der Kleine, der am See der Stärke noch weit weggerannt ist? Na, inzwischen stärker geworden? Mir soll es recht sein. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Okay, dann show me your moves. Doppelbronzel. Ja, euer Problem jetzt. Ihr könnt nicht mehr wechseln, denn ich habe Magnetzone vorne. Dönerblitz. Let's go. Und es reicht für einen One-Shot aus. Und er hat einen Mamfaxu mittlerweile. Der hatte wahrscheinlich seinen Spaß. Hä? Außer er hat gecheatet. Aber ein Faxo ist halt, ja, nicht so einfach zu bekommen. 46, ja, so langsam holen die Gegner doch auch mal auf. Das gefällt mir und es überlebt auch noch. Citrobeere. Sieht so aus, ja. Flammenwurf. Okay. Igitt. Nö, da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Könnte es natürlich in Knackklack wechseln, einfach Erdbeben spammen, aber wir haben noch einen Golbert.
Ich vertraue jetzt einfach mal auf Magnetzone, das durchkommt und es tut durchkommen. Wunderbar. Tschüss, guten Tag. Und Level Up. Und auf für Panferno. Wir fokussen voll mit Magnetzone, Mann. Nur weil ihr nichts drauf habt, ja? Okay, komm. Du bist so oft schon durchgekommen. Auch das ist jetzt wichtig. Nein! Es hat sich selbst getroffen. Und vom Faxos vergiftet. Okay, jetzt gehen sie auf das Mamfaxo. Aber es nimmt schon mal das Bronze raus. Das ist auch schon mal schön. Level 42 ist es okay. Oh nein, die fette Katze kommt. Muss jetzt erst diese Fledermaus da loswerden. Das hat Schaufler? Okay, dann weiß ich schon mal, dass ich gleich wechseln muss. Weil es geht doch mit Sicherheit auf meine Magnetzone jetzt. Magnetzone. Und dann, wenn es nur eine fette Katze ist, das könnte Magnetzone schon wehtun. Ich könnte safe gehen und einfach auf Togekiss wechseln. Weil Togekiss macht nicht mehr so viel gegen das Golbat. Ich könnte auf Milotic gehen. Blaze brauche ich sowieso nicht einzuwechseln. Ich gehe aber auf Knackrack. Los, Favorite Pokémon! Ja, aber abzusehen, dass auf auf Magnetzone geht. Haha, die fette Mieze wurde paralysiert. Hast du verdient? Ist die eigentlich niedriger vom Level her als Jupiter? Ich glaube, jetzt Guntank war auf Level 46, oder nicht? Warum ist das jetzt ein Level niedriger? Heißt das, Mars steht unter Jupiter in der Rangfolge, weil sie stärker ist? Mars Guntank ist sowieso weltengeiler als Schnurgast, aber trotzdem. So, komm, beende das Knackrack. Das überlebt einfach. Kehrtwende, ja gut. Du kannst nicht mehr fliehen. Deshalb stirbst du jetzt auch. Und Piontragi erreicht auch noch ein Level Up. Oh, weia, ich hätte wohl lieber allein kämpfen sollen. Ja, du bist stark geworden, trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Meinst du? Hey, meine Pokémon sind echt stark, stimmt's? Ich kann bestimmt auch so stark werden wie sie. Bestimmt. Aber ich fürchte, vor uns ist die Endstation. Moment, Sky, ich helfe dir. Das ist sehr nett. So, das wäre erledigt, Sky. Der Rest liegt in deiner Hand. Oh, Dialga, das ist. Das sieht episch aus. Fantastisch, überwältigend. Wir sind Zeugen der Geburt einer neuen Galaxie, ja, eines neuen Universums. Dialga allein kann das eigentlich nicht machen. Was? Denn da hätte er schon Arceus für gebraucht. Selfe! Vesprit! Und Toputz.
Hallo. Und tschüss. Die rote Kette. Sie hat sich in nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Und warum erscheint Resplit, das Pokémon vom See der Wahrheit, neben dir? Egal, völlig egal. Es ist alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Aber vorher werde ich dich zerschmettern. Er hat ein Kramschiff. Mal im Ernst. Zyros in dieser Chibi-Form kann man irgendwie nicht ernst nehmen, oder? Wir sind schneller und Ripperino Kramschiff. Agnizone ist eigentlich auch ein ziemlich starkes Pokémon gegen ihn, ne? Ich glaube, er hat sogar nur Schwächen gegenüber Magnezone. Okay, das teilweise wahrscheinlich Erdbeben können. Und auch hier muss ich wieder sagen, okay, es hat eine Anti-Elektro-Beere, interessant. Es reicht aber nicht, haha. Trotz der Beere reicht es nicht aus. Magnezone zu broken, Snipuna, ja komm. Kannst auch drin bleiben. Lichtkanone, let's go. Snipuna wird schneller sein. Hat Schaufler? Okay, dann hätte ich wohl doch ein Panferno gehen sollen. Ein Panferno wäre wahrscheinlich schneller. Na gut, komm, Togekiss. Aber wenn das Teil wahrscheinlich hier, wie hieß es, Eissplitter hat. Juckt mich nicht, ich habe auch Sphäre. Metallklaue, ja, okay. Ist auch eine Option. Kriegst du den Angriffsbuff, aber ich bezweifle, dass du eine. Okay, auch das hat eine Beere. Um effektiven Schaden zu reduzieren. Da reicht es sogar. Interessant. Er hat also Beeren aus seinem Pokémon, die eine Vielfachschwäche haben. Weil das wird jetzt auch nichts mehr bringen. Weil jetzt hat dein Pokémon nicht mehr diese Beere und deshalb wird es jetzt ausreichen. Ja, tut mir leid. Aber immerhin setzt ihr hier mal bessere Tränke ein, ne? Nee, du hast Erdbeben, du brauchst keinen Schaufler mehr. Ich glaube nämlich im Original. Oh, X-Bart, ja, RIP. Gegen Magnezone. Im Original hat er, glaube ich, größtenteils Supertränke eingesetzt. Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. Ich glaube, im Original hat er wirklich nur Supertränke eingesetzt und keine normalen Tränke, warum auch immer. Also keine besseren Tränke. Hypertrank, Top-Genesung. Top-Trank wenigstens. Nee, alles Super-Trank. Muss reichen. Meine R war, dass der das gemacht hatte. Ja, das war nix, Cyrus, ne? Kann das nicht akzeptieren. Die in den Mythen erwähnte Kraft. Ich habe sie nicht nur gesteuert, ich habe sie mir zu eigen gemacht. Was ist dein ultimatives Ziel? Was ist deine Vorstellung von Perfektion? Kennst du aber nur das, was kostbar ist? Das, was mit seinem Licht die Welt erhält? Ah, es ist sinnlos, dich zu fragen. Doch ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich zu einer Gottheit und die ultimative Perfektion erreichen. Und weg ist er. Können wir schneller angetrapselt kommen. Dialga, der Meister der Zeit. Ich kann nicht sagen, ob es wütend oder traurig ist. Aber mir scheint, als würde Dialga etwa von dir erwarten, Sky.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es fordert dich heraus. Geh schon, Sky, stell dich Dialga. Hör auf die Stimme in deinem Herzen und folge ihr. Dialga ist außer Kontrolle geraten, weil es mittels der roten Kette dazu gezwungen wurde, hier zu erscheinen und seine Kräfte einzusetzen. Es scheint darauf zu vertrauen, dass du es aufhalten kannst. Sky, eben bin ich Barry begegnet, er sagte, dass er an dich glaubt. Wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann du. Auch ich glaube an dich. Bitte hilf diesem Pokémon. Es leidet darunter, was Team Galactic mir angetan hat. Okay. Wir werden nicht mal geheilt. Was eine Schande. Gut, ich speichere einfach mal, weil ich will es natürlich schon fangen. Epische Mucke! Und wenn sie nichts dran geändert haben an der Fangrate vom Original, soll das eigentlich nicht so schwer werden. Hey! Es weicht der Attacke aus. Komm, ich hoffe mal, dass du es nicht killst. Nee, easy. Alter, Magnezone. Dialga kann einfach nichts gegen Magnezone ausrichten. Weh, du kürtelst es jetzt. Dankeschön. Okay, Schlitzer trifft, aber das ist mir egal. Okay, ich habe gar nicht mehr so viele Bälle, aber es sollte schon reichen. Okay, sie haben anscheinend die Fangrate geändert. Kann das sein? Beim Original war Dialga halt wirklich sehr einfach zu fangen. Für ein Legi. Da hat es sehr oft gereicht, einfach nur einen Slotball zu werfen, das war drin. Aber hier scheint es ein bisschen erschwert zu haben. Gefällt mir gar nicht irgendwie. Ich mag es nicht, Legis zu fangen. Wenn man nicht unendlich Meisterbälle oder so hat. Von daher. Okay, wie ist die Zeit in deinem hier aus? Wow. Aber du brauchst ja nicht zu zweifeln. Ja, kriegst einen Hypertrank. Mal im Ernst, können wir mal sagen, wie geil der Hintergrund aussieht? Ah, stimmt. Seitenlärm hat ja Recoil. Also Nebeneffekt. Kannst du jetzt einfach mal drin bleiben, du verdammte Gottheit? Alles klar, Gotteslästerung. Nee, es ist nicht Arceus, also. Und natürlich kriegst du den Werteboost. Aber es hat keine Aura-Sphäre, so wie es aussieht. Oder setzt das einfach nicht ein? Alter, Dialga, komm schon. Bleib drin. Willst du nicht nochmal angreifen, weil nochmal ein Donnerblitz könnte es halt killen. Dialga! Warum bist du so ein Arsch? Wir haben echt die Fangrate wieder auf den normalen Stand gebracht. Kann das sein? Natürlich. Dreimal wackeln und dann raus. Okay, Antikraft sollte es aber gleich nicht mehr haben. Ich glaube, ich halt's mal. Aber wenn jetzt nochmal ein Zeitenlärm kommt, das könnte killen sogar.
Was dürfte jetzt eigentlich keine Antikraft mehr haben? Ich habe es noch nicht mitgezählt, aber sollte so sein. Okay, da kommt der Zeitenlärm. Alter. Obwohl wir resistieren. Was haben wir denn sonst noch für Bälle? Komm, du wiegst ein bisschen was. Er muss effektiv sein. Bist du etwa der Meinung, ich bin fett? Hat sich wahrscheinlich gerade gedacht. Der ist ja ein Pokéball, hä? Immerhin hast du mal gewackelt. Ja, okay, ich darf es wieder heilen. Ich will halt meinen Meisterball nicht benutzen, ne? Lass mal einen Top-Tank ein, dann heilt es wenigstens komplett. Warum haben die Fangrate wieder geändert? Ist doch nicht euer Ernst. Allegis, könnt ihr die Fangrate gerne niedrig hochhalten? Was macht einfach keinen Spaß? Wieder Zeitenlärm. Müsstest du jetzt eigentlich auch mal langsam alle verbraucht haben? Hat auch nur 5 Mal. So viel Hyperbälle habe ich nicht mehr. Okay, Leute, ich glaube, ich cut hier mal. Bis gleich. Dankeschön, meine Fresse, ey. Hat, glaube ich, auch nochmal, keine Ahnung, 3 Minuten oder so gedauert. Es besitzt die Macht, die Zeit zu kontrollieren. In den Mythen von Sinnoh wird es als eine Gottheit dargestellt. Ja, gucken wir uns mal kurz an. Die Gottheit hat ein ruhiges Wesen. Ja, geht, glaube ich, sogar. Okay, es hat noch... Ja, es hat Antikraft und Zeitnehmer aufgebraucht. Oh, ach ja, ich hätte ja noch 19 Runden gehabt. Wäre ja noch gegangen, ne? Kein Problem, easy. Geil, ich kann es nicht fassen, dass du es tatsächlich geschafft hast. Du warst hervorragend, wirklich absolut unglaublich. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt und das heißt was bei 60 Jahren. Seit dem letzten Treffen hat der Professor unerbittlich geforscht. Er war besorgt um dich, Sky, und kam extra deinetwegen an diesen gefährlichen Ort. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein. Nein. Niemand hat das Recht, die Zukunft einer oder gar einer ganzen Welt zu bestimmen. Ich wäre noch nicht weg. Leck mich. Dann liegt noch was. Nämlich der Adamant-Orb. Ja. Der Orb für die Alga. Können wir eigentlich von hier aus fliegen? Warum kann man von hier aus nicht wegfliegen? Wir sind auf der Spitze eines Berges. Was ist da für ein Bullshit? Okay, ich hoffe mal, wenn ich jetzt einen Fluchtseil benutze, komme ich auch unten am Berg an. Okay, das geht ja noch. Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert, wenn ich hier nochmal zum Labor vom Professor gehe. Wir gehen einfach mal hin. Gehen wir erstmal ins Pokémon Center, um mein Team zu heilen. Ja, ne? Hat ja nochmal irgendwie gepasst mit Dialga. Dass wir das alles in einem Part untergebracht bekommen haben, ist doch auch schon mal was Schönes.
So soll's doch sein. Ja, wollen wir mal kurz beim Professor vorbeischauen, ob er mir irgendwas zu sagen hat jetzt. Nö. Will er nicht. Okay. Dann halt. Nein, schon wieder falsche Taste. Dann halt nicht. Ja, jetzt haben wir eine Sonne weg. Dafür gehen wir mal nach Weideburg. Ich glaube, von da aus ist am nächsten. Denn wir müssen wieder zum Kühnheitsufer. Und jetzt ist der Stromausfall, der in Sonnewick, glaube ich, als Ausrede genutzt wurde, endlich mal vorbei. Jetzt sollten wir in die Richtung gehen können. So soll's doch sein. Dann sollten wir bald unseren 8. Orden erringen können. Aber ja, auf dem Weg nach Sonneweg begeben wir uns erst beim nächsten Mal. Denn das war's mit Pumon Stahlner Diamant für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch lassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was gefallen hat und was nicht. Und ja, immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn es dann auf nach Sonneweg geht. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.